Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch meine Sub-Leichen vorstellen. Ich habe mir 5 Bücher rausgesucht von meinem Sub, die schon seit einigen Jahren darauf rumdümpeln. Als Kriterium habe ich jetzt einfach genommen, alles was vor Maler war, also alles was vor 2020 war und seit 2019, 2018, 2017 auf meinem Sub vor sich hin subbt. Traurig aber wahr, ich habe 5 Bücher ausgesucht, aber es sind noch ein paar mehr. Ich habe vor ein paar Wochen, Monaten mal wirklich den Sub gründlichst ausgemistet, wo wirklich Bücher dabei waren, die ich über 5-6 Jahre ungelesen in meinem Regal hatte und bin da mal in mich gegangen und habe gesagt, so, willst du die wirklich irgendwann noch lesen? Und da sind bestimmt, ungelogen, 10 Bücher von meinem Sub runtergewandert. Die habe ich dann verschenkt, verkauft, in den Bücherbaum gebracht und so weiter. Ja, diese hier haben das Ganze überlebt. Oder zumindest diese 5 hier haben es unter anderem überlebt. Und die möchte ich euch heute gerne vorstellen. In der Hoffnung, dass ich sie mir nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufe und vielleicht dann doch mir vornehme, zumindest jeden Monat eine Sub-Leiche von dem Stapel zu befreien. Vielleicht könnt ihr mir da ja ein bisschen helfen, ein bisschen Motivation geben, ein bisschen in meinen Popo treten. Oder vielleicht hat jemand von euch Lust, einen Buddyread draus zu machen. Also wenn ihr eins der 5 Bücher zu Hause habt und sagt, komm, ich lese es mit dir, dann dürft ihr mir gerne entweder hier unter das Video schreiben oder auch bei Instagram. So, und jetzt starten wir mit dem ersten Buch, das tatsächlich ein Buddyread werden sollte, weil ich es nämlich von einer lieben Freundin von Instagram geschickt bekommen habe. Sie hat es schon mehrfach gelesen und sagte, ach, sie würde gerne nochmal einen Reread machen. Und ich sagte, ich kenne die Buchreihe gar nicht. Da hat sie mir kurzerhand ein Exemplar zugeschickt, weil sie es als Mängelexemplar in ihrer Buchhandlung gefunden hat. Ich spreche nämlich von Die Enklave. Ich habe weder von der Autorin was gehört, noch von dieser Buchreihe. Aber ja, meine Freundin hat davon so geschwärmt, dass ich dem Ganzen auch eine Chance geben wollen würde. Also falls du das hier siehst, wir können es gerne lesen. Ich glaube, es ist eine Dystopie, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber viel mehr kann ich euch nicht sagen. Das wird uns jetzt der Klappentext verraten. Es ist schon so lange auf meinem Sub, dass ich schon gefühlt gar nicht mehr weiß, um was es überhaupt geht. Die Oberfläche der Erde ist durch Säureregen und glühende Hitze unbewohnbar geworden. In den U-Bahn-Tunneln einer zerstörten Großstadt leben die junge Jägerin 2 und ihr Partner Bleich, die sich Tag für Tag bemühen, genug Nahrung für ihren Stamm zu erlegen. Da wird 2 an die Oberfläche verbannt. Ein sicheres Todesurteil. Darum kann sie kaum glauben, dass Bleich beschließt, sie zu begleiten. Doch der würde alles tun, um 2 nicht zu verlieren. Das nächste Buch auf dem Stapel meiner Sub-Leichen, quasi meine Sub-Sub-Leichen, macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Dieses Buch gehört auch einem Genre an, das nicht in meiner Komfortzone liegt. Aber der Klappentext hat mich damals sehr, sehr angesprochen und dann habe ich es bei Rebuy oder Avell, ich glaube es war bei Rebuy, mitbestellt. Es ist nämlich ein Mängelexemplar, Weil du mein bist von Sean Olin, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, ist eher so psychomäßig angehaucht. Also manchmal habe ich ja so das Bedürfnis, mich in kaputte Seelen rein zu versetzen. Und das war so ein Moment, wo ich dieses Buch bestellt habe. Ich bin ja echt ein Fan von kaputten Seelen, deshalb lese ich ja auch so gerne L.J. Shen. Und es hat mich einfach fasziniert, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Buch wird oder ist, das mich sowohl begeistert als auch maximal aufregt. Manchmal brauche ich das und dementsprechend habe ich es gekauft, auch mit Leserillen, eben weil es nicht so ein Buch ist, das auf meiner Main-Liste steht. Es hat auch ein anderes Format, deshalb steht es auch nicht hier im Regal, sondern in meinem zweiten Bücherregal im Schlafzimmer, wo eigentlich nur diese Bücher mit komischen Formaten stehen.
oder die, die mir nicht so wichtig sind, die ich wirklich nur aus Neugierde gekauft habe. Ich bin ein bisschen vermonkt. Ihr kennt das ja von mir mittlerweile. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat es dieses Buch dann auf meine Sub geschafft und ich hatte irgendwie danach nicht mehr das Bedürfnis, es zu lesen, aber vielleicht bin ich jetzt hochmotiviert, das nachzuholen. Layla und ihr Freund Carter sind nach außen das perfekte Traumpaar. Doch Layla ist Eifersucht und ihre Stimmungsschwankungen machen Carter zunehmend zu schaffen. Dann taucht plötzlich Jules auf. Hi. Wunderschön, lustig, clever, talentiert. Und Carter fällt ihr hemmungslos. Doch eine Nacht voller Leidenschaft verändert alles und hat Konsequenzen, mit denen niemand rechnen könnte. Konnte. Das nächste Buch, das ich euch zeigen möchte oder vorstellen möchte, war ein klassischer Coverkauf. Guilty im Sinne der Anklage. Es war ein klassischer Coverkauf und ich kann es leider nicht schön reden. Isabel Abedis, ich glaube, so wird sie ausgesprochen, Lucian. Absolut wunderschönes Cover. So, ich versuche das jetzt irgendwie so zu machen. Also da ist innen quasi diese Mini-Schwalben-Print und das ist halt quasi... Das ist ein bisschen kompliziert mit dieser Schiene. Quasi die 3D-Ansicht von dem Cover. Ja, ich hatte keinen Plan, um was es geht. Ich habe es gesehen, dachte, Lucian klingt irgendwie spannend. Hat mich so ein bisschen halt an Akuta erinnert, der Name. Ich habe mir tatsächlich im Laden nicht durchgelesen, um was es geht. Habe es einfach nur gekauft, weil es schön aussieht, weil ich ein schönes Foto davon machen wollte. Damals war ich da noch viel besessener von. Und ja, seitdem steht es hier und wurde nicht gelesen. Und dabei ist es wirklich, ich habe mir den Klapptext eben schon durchgelesen, wirklich was, was mich ansprechen würde, weil es einfach in die Richtung Fantasy geht und in Richtung Jugendfantasy, was ich ja doch recht gerne lese. Immer wieder taucht er in Rebeccas Umgebung auf, der geheimnisvolle junge Lucian, der keine Vergangenheit und keine Erinnerungen hat. Sein einziger Halt ist Rebecca, von der er jede Nacht träumt und auch Rebecca spürt vom ersten Moment an eine Anziehung, die sie sich nicht erklären kann. So verzweifelt die beiden es auch versuchen, sie kommen nicht voneinander los. Aber bevor sie noch erfahren können, was ihr gemeinsames Geheimnis ist, werden sie getrennt, mit Folgen, die für beide grausam sind, denn das, was sie verbindet, ist weit mehr als Liebe. Buch Nummer 4 habe ich tatsächlich bei der Autorin selbst gekauft. Es ist ein Self-Publisher-Buch und wenn ich euch jetzt das Cover zeige, dann wisst ihr auch, warum ich es gekauft habe. Es ist ein Fuchs. Das ist bei mir manchmal schon so ein Kaufargument. Ich habe es gesehen, ich wollte es unbedingt haben und ich finde die Autorin auch super sympathisch. Ich folge ihr schon ganz, ganz lange, mehrere Jahre auf Instagram und beobachte alles, was sie so treibt. Als sie dieses Buch released hat, dachte ich mir so, so, jetzt musst du es kaufen. Ich guck mal spaßeshalber, von wann es ist. Oh, sogar 2020, es ist doch durch mein Raster gefallen. Ich hätte schwören können, es ist schon älter. Aber ich habe es halt, wie gesagt, signiert, von der Autorin gekauft. Damals waren noch ganz viel Goodies mit dabei und... Was mir halt sehr gut gefallen hat, Self-Publisher eben, sind diese Kapitelzierden und diese Umrandungen rund um den Text, was mir sehr, sehr gut gefällt und was ich einfach cool finde am Self-Publisher-Dasein. Du kannst halt einfach machen, was du willst, was die Optik betrifft und es kann dir keiner reinreden. Deshalb bin ich auch so gerne Self-Publisher, auch wenn es viel, 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 viel Arbeit ist. Ja, und jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es geht. Ihnen sind Lügen wichtiger als Wahrheiten. Glanz statt Staub und Macht anstelle von Liebe. Der 17-jährige Etienne ist Thronerbe von Fuchsfels, dem größten Königreich des Nordens. Seit er denken kann, wird er auf Wortgefechte und Feldzüge vorbereitet, aber nicht auf die Schlacht, die er mit sich selbst führt. Der junge Prinz hegt Gefühle für den Bediensteten Noel, die seiner königlichen Pflicht, einen Erben zu zeugen, im Wege stehen. Deshalb fordert sein Vater, dass Etienne der Liebe entsagt. Und last but not least, ein Buch, das ich euch auch schon mehrfach in meinem What I Read Next Video gezeigt habe und das irgendwie immer noch keiner gewählt hat. Die Fabelmacht-Chroniken, flammende Zeichen, der Reihenauftakt von der lieben Katrin Lange. Ist ein richtiger Schinken, ein richtiger Klopper.
Und ich glaube, hier sind auch so kleine Kapitelzieren drin, wenn ich das noch richtig weiß. Oder irgendwas Besonderes von Ahn. Genau, doch, diese Kapitelzieren mit diesen Flammen. Und hier ist auch noch, oh, guck mal, die Edelstein-Trilogie. So alt ist das Buch schon. Das Buch ist von 2017, sogar die erste Auflage. Also ich habe es, glaube ich, direkt nach Release gekauft. Ja, dann steht es jetzt mal gute 6 Jahre hier in meinem Regal. Huch. Oder wie Maler sagen würden, upsi. Ja, aber vielleicht auch, weil es so ein dicker Schinken ist, habe ich mich da in letzter Zeit nicht rangetraut. Es ist halt kein Buch, das man so mir nichts, dir nichts vom Sub befreit. Aber vielleicht sollte ich das Ganze mal angehen. Ich habe ja vor, 200 Bücher dieses Jahr zu lesen und ich bin gerade erst bei 100. Also ob das noch klappt, ob ich mein Leseziel noch erreiche. Die letzten 2 Monate waren echt nicht stark quantitativ. Qualitativ schon, aber quantitativ einfach nichts. Und wenn da noch so dicke Schinken dazwischen kommen, dann werde ich das Ziel nie erreichen. Aber ja, we will see. Es sind ja noch immerhin 3 Monate Zeit. Schon seit langem existiert sie in den Gassen und Straßen von Paris, die Fabelmacht. Eine seit Generationen sorgsam gehütete Gabe. Jeder, der sie besitzt, kann die Wirklichkeit umschreiben. Doch davon ahnt Mila nichts, als sie nach einem Streit mit ihrer Mutter nach Paris flüchtet. Bis sie auf den geheimnisvollen Nicolas trifft, der die Gabe wie kein anderer beherrscht. Und obwohl Mila ihn noch nie gesehen hat, kennt sie sein Innerstes. Denn sie schreibt schon über ihn, solange sie denken kann. Als Nicolas' Familie beginnt, Jagd auf die beiden zu machen, erfährt sie, dass auch er über sie geschrieben hat. Mit gefährlichen Folgen, ein Kampf der Geschichten um Liebe und Tod entbrennt. Ihr Lieben, das waren 5 meiner Subleichen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir jetzt mal schreiben würdet, welches Buch ihr zuerst von diesem Stapel der Schande befreien wollen würdet. Vielleicht hat ja wirklich jemand Lust, einen Buddy-Read zu machen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich habe euch die Bücher wie immer unten in der Infobox verlinkt, wenn ihr da vielleicht Lust habt auf einen Buddy-Read und es euch kaufen wollen würdet, falls ihr es noch nicht zu Hause habt, dann tut das gerne über den Link in der Infobox. Es sind Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr darüber kauft, kriege ich eine kleine Provision und davon finanziere ich mein Self-Publisher-Dasein. Das war's jetzt von mir. Habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!